Ich habe Kiew ausgesucht, weil ich nach vielen, vielen Jahren wieder mal herkommen wollte. Ich finde, es ist eine ganz tolle Stadt. Eine Stadt, die auch unterbewertet ist, und das gehört geändert. Also ich habe Herrn Josef Bierbichler im Zuge meiner Recherchen kennengelernt. Ich wollte ihn ja schon mal besetzen und ich wollte eigentlich schon immer mit ihm zusammenarbeiten. Insofern habe ich ihn für diese kleine Reise hier eingeladen. Also ich habe ihn mir gewünscht als Gast, um ihn mal kennenzulernen. Warte jetzt, warte und ich hau das Kreuz ab. Ich habe doch nur gesagt, viel Spaß. Ist doch nicht dabei, wenn man sagt, viel Spaß. Verschwind. Blasen ohne Gummi und ich möchte in den Mund spritzen. Seine innere Überzeugung, wie er Filme macht, ich glaube, dass er nicht korrumpierbar ist. Und das ist eigentlich ziemlich selten. Das interessiert mich am Seidel persönlich und auch an seinen Filmen. And you say you like me. Yes, I you like say you. It. Yeah, I like you. Why? Because you're beautiful. I like your hair, beautiful smile. And das Lachen? Oh, no, no. Yeah, no, nicht so zwicken, ja? Yeah? Nicht like this. Zwicken. What? Nicht that? Zwicken. What is zwicken? Nicht immer zwicken. Seidel, glaube ich, war schon früher öfter beruflich hier. Der kennt sich gut aus. Nicht wenig, aber ich tapse ihm hinterher. Ich bin ja sein Gast. Okay. Herr Bierbichler. Gott, Herr Seidel. Schön, Sie mal kennenzulernen. Das wievielte Bier haben wir denn schon? Das erste. Das werden wir einholen. So, da fahren wir jetzt zu. Wir fahren jetzt einfach. Ja. Haben Sie viel geredet gerade? Nein. Nicht? Nein. Ich bin gefragt, was ich von Ihnen denke. Ja, ja, genau. Ich hoffe, Sie haben mich gelobt, weil ich habe Sie auch loben müssen. Ja, natürlich. Wohin Sie sitzen? Rechts oder links? Nein, ist mir egal. Also rechts oder links? Oder sollen wir Finger hackeln? Bleiben wir so, oder? Oder sollen wir knobeln? Ja? Nein, bleiben wir so. Wissen Sie eigentlich, wie lange die Sendung dauert? Ich habe gehört, 50 Minuten. Es ist ja eigentlich so, dass ich ja gar nicht gern rede. Na eben, und ich bin auch ein Nichtredner, ein Wenigredner. Aber Sie sind doch Schauspieler. Erstmal, Herr Seidel, ich bin kein Schauspieler. Glauben Sie mir es endlich. Ich bin keiner. Ich verdiene Geld mit dieser Tätigkeit, aber ich bin kein Schauspieler. Da muss man noch ein bisschen was anderes sein. Ja, da muss man sich tatsächlich verstellen können. Das kann ich nicht. Ja, da sind Sie genau der Richtige für meine. Ich wäre für Sie eigentlich der Richtige. Ich glaube trotzdem, dass ich es nicht kann. Wieso? Nein, ich glaube, ja, wenn ich sehe, was Sie zum Beispiel, wie die Hofstädter agiert,
In ihren Filmen, nur in ihren Filmen. Sonst ist sie eine ganz normale Schauspielerin. In ihren Filmen ist sie sensationell. Für zwischendurch. Dein Chef redet schon morgen Stuss, dass du da immer isst. Zwischendurch nimm Fruchtikus, denn nachmittags wird schlimmer. Dabo Fruchtikus, zwischendurch im Fruchtgenuss. Für zwischendurch. Das Kühlregal war mir egal, bis ich ihn dort entdeckte, den Fruchtikus, der sich versteckte. Dabo Fruchtikus, zwischendurch im Fruchtgenuss. Ich halte das nicht aus. Dann einmal ein paar Minuten Ruhe sein, das gibt's ja nicht. Hab ich euch schon mal erzählt, wie ich das getroffen habe zum ersten Mal? Ich war in St. Pölten mit einem Gastspiel. Ja. Und da kam die Hofstädter und noch die andere, die ein Hundstage mitspielt, die von den zwei Männern so schlecht behandelt wird. Die zwei sind mir im Theater entgegengekommen. Mir hat es total gerissen. Ich sage, was machen Sie hier? Ich sage, ja, wir spielen hier, wir sind hier engagiert. Sag ich, seid ihr Schauspielerin? Das war vollkommen nicht. Vollkommen baff und fast sogar enttäuscht, glaube ich. Das schönste Kompliment. Ja, fast so gut wie ein Laie. Glauben Sie, es ist Bier? Na sicher. Der Biber. Der Biber? Man kann einen Vergleich machen, nicht zum bayerischen Bier. Ist ukrainisch berühmtes Bier? Nein, das kann man glaube ich nicht sagen. Jedenfalls fließt es länger als das bayerische. Es ist dickflüssiger wahrscheinlich. Aber das Lams gibt es noch keine hier, gell? Dem Sinn nicht. Also, dem Sinn nicht. Also hier in Kiew ist die Situation auch andere als in der Ostukraine, wo ich gedreht habe. Ja. Import-Export. Da hat es ja wirklich im Winter gedreht und das war ein wahnsinnig strenger Winter, wie man mir gesagt hat, seit Stalingrad war nicht mehr so ein kalter Winter in der Ukraine. Die Menschen, die in den Plattenbauten wohnen, haben ja alle Fernwärmeheizung und die ist nicht immer sozusagen eingeschaltet oder das fließt nicht immer. Ne? Und die Menschen leben quasi in Mänteln gehüllt und mit Mützen in ihrer eigenen Wohnung. Einen sozialdemokratischen Politiker in der BRD, der sowas den Berlinern auch empfiehlt, etwas mehr zu frieren. Sarrazin, er war Politiker, jetzt ist er Buchautor. Zum Wohl. Prost. Sollen wir was kaufen auf dem Markt, außer Bier? Schauen wir mal, was brauchen. Könnten Sie ja irgendwas mitnehmen nach Hause? Ja. Ein Geschenk. Nur schon eine Badehose. Das sind Unterhosen, oder? Nein, das sind Badehosen. Woran erkennen Sie denn das, dass dieser Badehose... Greif's mal an. Okay, ganz recht. Sie hätten mir jetzt eine Unterhosen als Badehosen. Das ist egal. Also wenn Sie haben wahrscheinlich eine andere Badehosengröße als ich. Das ist jetzt Badehose, gell? Ja, mal fragen, sag mal. Do you speak English? Not? Also, not very good. This is not for swim? Nein? Ist das jetzt eine Schwimmhose? Ah, das ist eine, oder? Ja, das hat er, ja. Ja, das ist eindeutig eine Badehose. Das ist eine Badehose. Und das? Das ist nichts. Das ist ein Short. Ja, das bei mir macht sie besser Short. Sie sind schlank. Das ist gut. Sie können sowas Engs anziehen, bei mir weniger. Wie ist das, Herr Böbichel? Ja. Ist nicht schlecht, nicht? Sehen Sie es an. Geht, ne? Gut, die nehme ich. Die nehmen Sie, oder?
Ja, brauchen wir zwei oder sollen wir es uns gegenseitig ausleihen? Sie gehen als Erste und ich gehe hinterher und dann geben Sie mir hier gebrauchte Badehose. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, sowas. Ja, ich verstehe. Die passt schon, ja, ja. Die das ist aber schon. Keine Badehose, gell? Doch, das ist 100%. Nein, das Badehose. Ist eine Freizeithose. Ja. Das ist ein Freizeitshort. Nein, das ist eine Badehose. Jetzt mit einer lächerlichen Länge. Die schlodert ihnen da runter. Das beweise ich Ihnen jetzt. Auf den Knie mit einer lächerlichen Länge. Im Dnieper beweise ich Ihnen das, dass das möglicherweise eine Badehose sein kann. Die klebt sich dann an, da wird man das alles sehen. Wenn ich nicht untergehe, ist es eine Badehose. Herr Seidel kauft Herrn Birbel kleine Badehose und lässt ihn selber zahlen. Ach so. Ein neuer Bernhard-Titel. Okay. Ist schon Zeit. Na gut. Halt's Bier, mein Bier habe ich vergessen. Wart. Danke. Merci. Ah, das sind die besseren. Das sind die besseren Geschäfte. Ja. Wenn ich durch solche Märkte gehe, verliere ich jede Kauflust. Ich wüsste nicht einmal, was ich jetzt brauche. Und außer man kommt rein und hat tatsächlich was vor, oder? Wie Sie. Und dann haben Sie mir jetzt überredet, so eine Badehose zu kaufen. Und dann kann man eigentlich am Markt schon wieder verlassen, oder? Nein, das ist ja, man findet, man sieht was und braucht dann vielleicht was. Lebensmittelmarkthalle. Schau, das ist die ukrainische Schokolade. Das ja. Hat, auch wenn man noch so arm ist in der Ukraine, das hat man im Kühlschrank. Das brauchst du zum Leben, das Fett und den Wodka. Und das Essen zum Wodka dazu, oder wie? Ja. Essen Sie gern Fett? Ich esse es. Also gern wäre übertrieben, aber ich esse es. Ich lehne es nicht ab. Als Grundlage für einen Wodka braucht man. Ja. Vielleicht sollten wir mal einen Wodka kurz noch nehmen, bevor ja. Wir in das, machen wir das. In den Fluss. Machen wir das. Da hinten, das schaut nach Getränkehalle aus, oder? Da könnten Sie recht haben. Aber schaut das einladend aus? Wenn Sie einen Wodka haben. Schaut nett aus. Ganz kurz hier. Oder mögen Sie nur stehen? Ich bin ein Barsteher. Wodka. Two glasses. No? No. Only bottles? You buy and sell only bottles? Das ist ein Land, nicht? Immer nur eine Flasche. Which is the best? Хорошая? The best. That's good, that's the best. Good, what good. Is the price? Ich lade dich ein. Du warst doch gerade drauf. Nein, ich lade dich ein. Na, jetzt du hast Bierzeit, jetzt soll ich 30, 40, 50. Nein, ist schon, weißt schon. Nein, das ist trinken. Aber ich habe doch schon eins gegeben. Also. Heiß ist es. 5,50 € gekostet die Flaschen. Das kostet bei uns ein Bier. Ja. Aber wir haben ja noch nicht fertig gesprochen. Nein. Reden wir ein bisschen weiter, oder? Sie glauben also, Sie können bei mir nicht spielen. Das habe ich ja ehrlich bekannt in meinem. Sie haben es schon einmal verweigert, wissen Sie? Einmal haben Sie schon verweigert. Wann denn? Beim Theater. Genau. Nichts gehabt für Sie. Ich hole mir noch Mineralwasser. Aqua Mineral. Yes. Komm, mit Gas. One bottle. Na, Bierbecher, das wird schon, nicht? Das wird schon. Genau, also den Film haben wir noch nicht konkret geredet, wenn das jetzt schon ein Heiratsantrag war von Erna. Ich habe vorhin gesagt. Beim Theater habe ich verweigert, auch aus einer gewissen Angst heraus abgesagt, aber ich habe vor allen Dingen abgesagt, weil ich tatsächlich den eigenen Film jetzt plane und auch durchziehen will. Aber trotzdem glaube ich, bin ich nicht so blöd, dass ich mich Ihnen ausliefere, ohne dass wir uns vorher mal genauer kennengelernt haben. Ich habe heute gesagt, wie man mich gefragt hat, warum ich sie ausgesucht habe. Ja, was haben Sie da gesagt? Ich habe gesagt, bevor man heiratet, soll man mit seiner
Anvertrauten und seiner Gelobten eine Reise tun. Das ist richtig. Um zu sehen, jetzt wo man dann wirklich heiratet. Jetzt verstehe ich, was aber ich gerade hineinlocke. Hier bin ich eine kleine Reise nach Kiew, ist zumindest, aber wenn wir nicht heiraten wollen. Naja, da lernt man sie am besten kennen. Der Schläf ist einer der Begriffe, Theatermann. Ja, natürlich. Ein Berserker, ähnlich wie Sie wahrscheinlich, weil ich nehme an, dass Sie bei der Arbeit der Berserker sind. Und er hat mir anscheinend tatsächlich als Mime gemacht und hat bei dem Kennenlernen gesagt, ja, der gestottert, wir müssen was miteinander machen. Dann habe ich gesagt, ich spiele nur mit, wenn Sie auch mitspielen. Weil ich setze mich nicht dem Risiko aus, dass Sie von unten herauf mich da oben schurigeln. Ja. Jedenfalls habe ich einen Schläf dann gesagt, mache ich, wenn er mitspielt? Dann hat er gesagt, ja. Er sucht ein Stück und dann gibt er mir Bescheid. Und es war fast fest. Und dann ist er gestorben. Soll er sagen, warum? Nein. Er hat Angst davor gehabt, dass er mit mir spielen muss. Er hat noch mehr Angst vor mir gehabt als ich vorher. Aber Sie sind nicht der Meinung, Sie sind nicht der Meinung, dass man als Regisseur dann auch vor der Kamera quasi in Solidarität mit den Schauspielern vor die Kamera treten muss. Ich bin sozialisiert worden quasi durch den Achterbusch, der hat immer selber mitgespielt. Ich habe eine Masse gesehen und ich sage euch, der hat sich heute recht ordentlich benommen. Ja. Du bist ja ein regelrechter Christus, alter Freund. Ach ja, mach ihn nur schlecht. Verarsche nur, aber pass auf, was ich dir sage. Der hat sich heute recht ordentlich benommen. Die meisten meinen ja, sie können es nicht. Also zum Beispiel ein Gottschef habe ich überredet, der soll mitspielen. Dann war er zwar nicht so gut, wie ich mir das dachte. Aber warum soll man? Jeder hat doch seine Begabung. Ja, sie ist ja gut vor der Kamera, ich bin hinter der Kamera. Aber warum soll die Arbeitsteilung nicht einmal vermengt werden wieder? Früher hat der Molière hat Stücke geschrieben, hat selber gespielt, hat selber inszeniert, hat Hauptrollen. Ich habe nichts dagegen, aber es kann nicht eine Forderung sein. Forderungen darf man nicht stellen, ich finde, das geht nicht. Sie gehen auch davon aus, dass wenn so Arbeit stattfindet, man muss hierarchisch strukturiert sein. Es muss ein klares von oben nach unten gehen. Es gibt ja, in der Kunst gibt es keine Demokratie. Das kann man doch nicht mit einem Konsens lösen, da kommt ja nichts dabei raus. Man kann doch nicht sagen, jetzt tun wir mal eine Szene drehen und dann schauen wir es uns an und ich als Schauspieler gefalle mir nicht, hätte es gern anders, also bitte das nicht in den Film. Und der Nächste kommt und sagt, aber ich habe da irgendwas gesehen, das gefällt mir nicht so. Also, so kann es ja wohl nicht sein. Ich glaube, ich mag mich nur nicht mehr unterordnen, ich mag mich auch nicht mehr so anfassen lassen. Die Annäherung dieses ganzen Apparates, ich merke es jetzt wieder, weil im Juli, August einen Film mache wieder, schon die ganzen Berührungen, also das ganze Herangehen von einem äußeren Apparatur an meinen Körper, das ist noch nicht einmal die Psyche, sondern der Körper. Das widerspricht schon dem, dass ich noch lang diesen Beruf so ausüben werde, wie ich es gerade noch tue. Was ist jetzt mit Theater und Film? Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Im Theater ist der Probenprozess ist spannender als der Drehprozess für mich beim Film. Ich bin zum Theater gekommen, weil ich Minderwertigkeitskomplexe wahrscheinlich gehabt habe. Die habe ich erfolgreich saniert. Die habe ich jetzt in dem Maße nicht mehr. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Selbstbewusstsein habe. Weil Sie das angesprochen haben im Theater, also meine kleine und sehr, sehr geringe Theatererfahrung, die ich gemacht habe mit zwei Inszenierungen. Genau. Aber ich habe sehr darunter gelitten, dass man den Schauspielern völlig ausgeliefert ist. Ja, das ist ihre Seite, genau. Naja, aber wenn die eben nach ihren Launen und Befindlichkeiten, wenn das sozusagen den Großteil der Zeit ausmacht, und die Laune und Befindlichkeiten, entsetzlich. Das ist ein bösartiger Berufsstand, die Schauspieler. Das glaube ich. Darum will ich ja keiner sein und bin auch keiner. Ich bin zwar bösartig, aber nicht, wenn ich weiß,
dann werden die, da kommen Arbeit, die Eitelkeiten so richtig mal raus, ja, so richtig raus. Wem sagen Sie diese Zeit? Die Macht wird da ausgespielt bis ins Letzte, ja, ganz egal, was am Ende des Tages. Das gibt umgekehrt genauso. Es gibt natürlich genügend Mimen, die darunter leiden, dass vor allen Dingen beim Theater der Regisseur eine unglaubliche Macht ausspielen kann. Das haben Sie vielleicht noch zu hat wenig geübt. Hat er nicht, geübt. Beim Film hat er die Macht. Nein, beim Theater hat er es genauso. Wie? Weil der Schauspieler spielt, wenn er wie und was er will, letztendlich. Nein, dann schmeißt er ihn aus. Dann muss er rigoros sein und schmeißt ihn aus, was sie gemacht haben. Ja, aber dann, wenn die Premiere ist, nachher spielen sie. Ich sage ja nicht, Peimann und Zadek, das waren Domteure. Und alle haben es mitgemacht. Das hat mich so verschreckt, weil man dachte, die kennen sie seit 20 Jahren, die haben was gemacht mit Zadek. Die haben sie von dem dressieren lassen. Aber alles unter dem scheinbaren Einfühlungsvermögen des Regisseurs, in Wirklichkeit war er ein Tyrann. Hat einen Rundumraum aufgebaut, ja, der das Ganze festlegt. Ja, auch manchmal dazu. Trink jetzt da nochmal. Wo ist jetzt schon die ganze Flasche? Nein, wir müssen jetzt noch schwimmen. Nein, also das trinkt man nach Hause und dann gehen wir schwimmen, oder? Sollen wir es so machen? Wieso tragen Sie überhaupt einen Hut? Weil ich eine Operation gehabt ein habe. Ich habe vor einer Woche eine Operation gehabt am Kopf. Und da darf überhaupt keine Sonnenstrahl. Das ist wirklich der Grund, warum ich den Hut dabei habe. Ich habe mir einen kleinen Haarteiler Toupet einflechten lassen für diese Sendung. Ja. Darum. Auch ich bin eitel. Nicht nur ja, Sie. Selbstverständlich. Sie sind ja auch Schauspieler. Nein, thank you. Вона хотіла одягатись по моді, і я спалився на норковій шкурі, і ось сижу я на далекому сході, у Комсомольську на Амурі. Мусора били, як по колоді. По моїй похирлявій статурі, щоб сидів я на далекому сході, у Комсомольську на Амурі. Єбіка, bist du ein Bier? Ja. Haben Sie die Hund mitgekriegt? Die waren Gott sei Dank an der. Wie in Island, in Grönland an der Kettenkirche. Waren Sie? Ich war jetzt da hinterm Busch, da hinten, und da waren zwei Hunde an der Kette. Haben Sie das nicht gehört? Sobald sie an der Kette sind, beißen die natürlich. Die haben mich gemeint. Ich als Hundehasser. Also eigentlich hasse ja nicht die Hunde, sondern die Hundebesitzer hasse ich. Tun sie mir wurscht. Das verstehe ich. Ja? Ich habe mich ja lange damit beschäftigt, genau. Die tierische Liebe. Ah ja, eben, genau. Schau, die Hund genau baden, ohne Probleme. Nein, sie überreden mich da halt nicht, dass ich da rein. Ja, aber wieso, das ist ein Sandstrand, das ist hier wie am Meer. Ich bin kein Badetier. Es ist die Abendsonne. Ich gehe jeden Tag daheim in der Früh, wenn ich aufstehe, in den See rein. Da gehe ich rein, tauche mich und tauche unter, mach. Einmal so und hinten einmal und da einmal und gehe wieder raus. Schwimmen und so Unsinn mache ich nicht. Sie waschen sich im See? Ich wasche mich den ganzen Sommer nicht in meiner Badewanne. Ja, das ist ja unhygienisch. Überhaupt nicht. Das ist ja, wenn das jeder macht. Der sauberste See in ganz Oberbayern. Ja, wenn sich jeder wascht im See. Ich habe ja keine Seife dabei. Schauen Sie mal den an. Der schwimmt und kommt nicht vorwärts. Das ist gut. Der ist genau im Tempo von der Strömung. Ja. Sehen Sie ihn? Ja, natürlich sehe ich. Der ist absolut auf der Stelle und strengt sich aber sauber an. Was, das ist ja scharf, das habe ich so auch noch nicht gesehen. It's present for you.
What kind of vodka is this? Homemade. Good vodka. Good. Yes. Na, good is good. Okay, thank you. Der riecht wie Essig. Du hast schon gerochen. Schaut da so aus, so trüb. Oh. Sie hat gesagt, das ist der Beste. Ja, für die Einheimischen. Die Blindmann, da sterben ja die Leute immer wieder. Die Sterblichkeit hier. Fieden weg. Ja. Ich bin enttäuscht, dass sie nicht mit mir einfach rüberschwimmen und wieder zurück. Ich hab die Strömung gesehen, wie der nicht dagegen ankommt. Da, jetzt drei Zimmer weiter runter. Das geht sehr schnell hier. Fisch. Wodka, nimm mir auf Premium. Okay. Ja. What? 50 oder 100 Gramm? 50. 50 nur? Sorry. 50-50. Okay. Tata. Ich bin gespannt, wie Sie sich benehmen hinterher. Da das haben wir dann schon mehrere Wodka dran. Ja. Das kommt drauf an. Wie Sie jetzt schon schauen, wie Sie jetzt da schon diese junge Frau geschaut haben. Ja, man muss ja freundlich sein. Schau, da kommen die Damen und die Herren hervorragend. Ja, das ist einer. Das sind so große, gell? Das ist der, der Gunter Sachs von der Ukraine. Das sind so große, gell? So ist der Gunter Sachs früher auch da gestanden. Ja, mit der weißen Hose, mit den weißen Schuhen, hervorragend. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und dann hat er so Glitzer hat er im Hemd. Ist hervorragend. Okay. 50 Gramm. Das ist 50 Gramm. Das ist more than 50. Ja? Das ist 100. 200. Ja? I'm so sorry. Wie findest du meine Badehose? Wie finden Sie, Herr Bierbichler, meine Badehose? Hervorragend, ne? Ich meine, die Kabelei hier ist ja unfassbar. Bringen Sie mir das Mikrofon nach heute, ist ja noch hin. Ja? Das ist die Schüchternheit dessen, der das erste Mal vor der Kamera steht, die Sie gerade zelebrieren. Was? Ja, das, was Sie gerade zelebrieren, die Schüchtern, weil Sie das erste Mal, glaube ich, vor der Kamera sind. Ich schon mal nackt auf der Bühne. Ja, ich bin bekannt dafür. Wenn es inhaltlich abgesichert ist, bin ich sofort nackt. Inhaltlich abgesichert? Immer. Immer bei mir. Ja, dann wird der Herbert Fritsch, den Sie auch kennen als Darsteller. Der zirkt sich auch immer aus. Aber bei dem mir nicht. Da hat er es verweigert. Nein, ich habe es gar nicht verlangt. Bei dem ist völlig wurscht, ob es inhaltlich garantiert ist oder nicht. Sie haben doch einen schönen jugendlichen Körper. Was genieren Sie einer denn so? Tschernobyl. Aber in geringer Menge, glaube ich, ist es imprägnierend. Es härtet ab. Viel zu warm. Ja, das ist die Reaktorwärme. Reaktorabwasser. Viel zu warm. Ich glaube, das kommt immer noch vom Sarkophag. Aber da muss man nach Kiew kommen, um zum ersten Mal in diesem Sommer schwimmen zu gehen. Ja. Schmeckt der Wodka besser? Weil jetzt nur die Umkleidern kommt, Prost. Da gehe ich jetzt. Das ist ein Verabreder mit dem Schiff, glaube ich. Frieren Sie jetzt?
Das ist so toll, das Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man aus einem ganz kalten Wasser rauskommt. Und nachher, das ist ein total schönes Gefühl. Das mag ich sehr gern. Dann schmeckt der Schnaps. Bei 0 Grad Außentemperatur und 4 Grad Wassertemperatur hat es, glaube ich, die größte Dichte. Kennen Sie mir da, Sie sind Abiturient, widersprechen. Ich habe kein Abitur. Sie haben kein Abitur? Nein, darum muss ich spekulieren. Ich bin Autodidakt. Das klingt wie Katarakt, Autodidakt. In welchen Dingen sind Sie Autodidakt? Im Wissen oder im? Nein, ich glaube in allen. In allen? Mhm. Und jetzt, wo ich höre, dass Sie Filmhochschüler in Wien waren und immer gedacht habe, Sie sind ein Autodidakt. Ja, aber ich bin ja nach kurzer Zeit. Flüchtet? Geflüchtet. Oder rausgeflogen? Es war beiderseitig sozusagen. Es war vergiftet, das ganze Klima. Wodurch entstand die Vergiftung? Wer war schuld? Sie oder die? Also ich habe Filme gemacht, die das vergiftet haben. Die dem Ansehen, wie man mir gesagt hat, dem Ansehen der Wiener Filmschule geschadet haben. Dem Ansehen der Schule geschadet. Seien Sie dann rausgeschmissen worden oder seien Sie selber gegangen? Ich bin mit nicht genügend abgeschlossen worden. Weil nach wie vielen Jahren? Drei, oder? Zwei. Was haben Sie da vorher gemacht? Vorher habe ich alibimäßig studiert, wertloses Zeug. Und eigentlich habe ich nicht viel gearbeitet in verschiedensten Berufen. Ich habe bei Firmen gearbeitet, als Chauffeur, als Lagerarbeiter, bei der Post, alles Mögliche gemacht. Das war sozusagen eine amerikanische Karriere, televisionische Karriere. Finde ich. Ich war da einfach in ganz anderen Milieus und ich habe das so geliebt. Man arbeitet eine Woche und am Freitag kriegt man das Geld, Sackerl, Bargeld, ausgehändigt. Das finde ich toll. Mhm. Das sagt mir was über Arbeit. Deiner Vater war natürlich nicht einverstanden mit diesem Bild. Nicht einverstanden. Genau. Da hat es da große Kämpfe gegeben? Naja, ich bin quasi mit 20 von zu Hause weg. Also ist ein Abweil, weil es eng geworden ist, oder? Das ging mir gar nicht. Das war eine Schande für meine Eltern. Mit Ihrer Badehose. Schauen Sie mal, jetzt liegen. Wie die ausschaut. Das ist hoffentlich Sand. Ja. Das lässt man liegen. Oh, das hat schon mehr. Das haben Sie jetzt da im Hintergrund gehabt. Das ist ja kindisch. Das schauen wir uns schon noch schnell an. So was wollen Sie sich anschauen, dieses kitschige Rot hier. Ja. Weißt, bei dem Film, den ich gemacht habe, habe ich mit sowas über dem Starnberger See angefangen und habe das als die Blutspüren des Bahn. Des Bahnkriegs bezeichnet, die nicht mehr zu vertuschen sind. Also die bleiben. 1525 war der Aufstand der Deutschen Bahn gegen das Fürstentum. Und da sind sie niedergeschlagen worden und seitdem waren sie in der bäuerlichen Fessel. Ich bin der Bauer. Du warst der freie Bauer? Nein, eben erst ab der Säkularisation. Herr Seewirtshaus, die Bauern, aber die Landwirtschaft. Der Bierbichler geheißen hat, der hat ein bisschen anders geheißen. Der hat Birnbichler geheißen, weil er von einem Birnenhügel kam. Aber ist doch besser vom Birn aufs Bier, oder? Ja, weil er dann der Wirt geworden ist. Vom Birnbichl zum Bierbichler. Ja, und Birnbichl ist der Birnenhügel. Ja. Wo der Birnbaum umstanden ist. Ja, weil da war einer vor Birnbaum gestanden. Sind das wir, oder? So was darfst du nie fotografieren, oder? So ein
Ein Sonnenuntergang, bist ja, du Wahnsinn? Ist, ja, fotografieren ist Schwachsinn. Ja, nein, ich hab ein Material, ich hab ihn übersetzt, ich hab ihn wirklich übersetzt. Es ist schon klar, dass ich die Tatin auch nicht fotografieren. Hast du den jetzt auf dem, hast du den dabei gehabt? Also den hast du mitgebracht oder hast du hier irgendwo gekauft? Das habe ich mitgebracht. Du bist schon ein kleiner Alkoholiker, sind Sie, gell? Also? Ein bisschen Alkoholiker. Deswegen habe ich den Hut dabei. Sag ich mal, den Monokel habe ich noch nie gesehen. Wann setzt denn den immer ein? Ja, da habe ich angefangen. Das ist schon eine Attitüde. Vor 15 Jahren habe ich damit angefangen. Der verändert ja nichts. Ja, oh ja, das ist was. Macht der stärker? Ja, sicher, sonst ist er ja nicht. Ist ja nur so ein ja, doch. Der macht, aber nur beim Lesen, gell? In die Ferne auch. Das Auge, wie das Auge ausschaut, haben Sie das schon mal gesehen bei mir? Der will sich ja nicht sagen. Wissen Sie, wer Sie ausschauen? Was? Nein, ich konnte es nicht. Ja, das ja, aber Auge das war ja so, ganz so umgebe, Herr. Das hängt runter. Also ja, ein hängendes Auge. Heutzutage hat jeder eine Brille auf. Ja. Die nächste Generation wird schon mit Brillen geboren werden. Ich widerspreche ja, Ihnen Brillen. Doch gar nicht. Ich verstehe das doch, dass Sie auch irgendwas haben müssen. Jeder hat irgendwas. Ja, jeder aber Ihr Auge schaut so hängert aus. Ein Triefauge, so dergleichen haben Sie da, wenn man da reinschaut. Ja, das ist die besondere Note. Wir hören auf, fahrt zum Hydropark, bitte. Hydropark. Das hat doch eine irrsinnig tolle Wirkung. Ja, natürlich. Herr Bierbecher, das gibt's nirgends auf der Welt. Hä? Das gibt's nirgends auf der Welt. Mit den Ketten klingt's wie ein mittelalterliches Folterzentrum, ne? Großartig. Hier, Bichel. Die Stille, die da herrscht. Viel Leid und keiner redet laut. Der Hammer ist frei. Das ist die arbeitende Technik. Was die machen, ist ein Scheiß. Das habe ich in Berlin als Theater gemacht. Da habe ich Holztrümmer, Metertrümmer auseinandergeschlagen. Da kann man nicht so und so und so, sondern ganz gerade einen Keil treffen, bis er durch ist. Wenn er durch ist, ist das Ergebnis erreicht und die Arbeit beendet. Kunst kommt aus Arbeit. Darum sind sie vom psychologischen her Folterwerkzeuge. Sie machen Sachen, die was gar nicht mehr machen müssten. Weil die alles Maschinen machen mittlerweile. Wenn du das die freiwillige Erniedrigung der Arbeit siehst, das war über Jahrhunderte Knechtschaft und das ist jetzt freiwillig. Ja, aber jetzt, weil man die Kraft irgendwo ausleben muss. Hm? Ja, kannst du ja ins Geistige transformieren. Warum findet das nicht statt? So weit ist die Evolution ja nicht immer. Man kann nicht alles.
Die glauben ja alle natürlich, dass ihnen die Körper bei den Frauen besser ankommen. Das ist ja richtig. Ich fürchte, das ist ein großer Irrtum. Das ist eine Mechanik, die pure Mechanik. Жизнь летела без оглядки, не играл я с нею в прятки, не копил ни денег, ни друзей. Проходили дни и годы, и вела меня дорога от рождения до последних дней. Und wie wir wissen, also das verstehe ich ja gar nicht. Ich habe ja. Ja, rede ruhig weiter, ich bin nicht gestört. Ich bin ja auch ein Internatskind gewesen. Ne? Aha, erzähl mal. Zuerst bei den Jesuiten im Internat. Zwecks der guten Erziehung und zwecks sozusagen in der Familientradition. Genau, wir alle, genau, meine ganzen Geschwister. Und dann habe ich es aber dort nicht geschafft. Dann hat man mich rausgenommen, dann war ich in einer gemischten Schule und dann bin ich wieder ins Internat gekommen, zu den Schulbrüdern nach Wien. Warum bist du nachher nochmal ins Internat gekommen? Ja, weil ich immer ja, auffällig war. Auffällig. Also du hast Widerstand geleistet. War Widerstand. Hast du die Erfahrung der Übergriffe gemacht? Nein, nicht. Da bist du da sicher oder verdrängst es? Ich frage jetzt ganz gezielt. Ja, entschuldige, wenn du dir so eine Frage stellst, was soll ich jetzt darauf sagen? Ja, soll ich sagen, ich verdräng's? Oder soll ich sagen, ich bin sicher? Stimmt. Die Antwort gibt es ja nicht. Na, du kannst jetzt, weil ja. Ich bin der fragt und sagst dir endlich mal einer, der redet mit mir. Aber dass das quasi in jeder Institution, die sozusagen Kinder und Jugendliche in ihrer Obhut haben und erziehen sind, Missbrauch vorkommt und vorgekommen ist und Gewalt und dadurch. Das lässt mir einen Menschen verzweifeln. Und du bist sicher, dass eine abstrakte Verzweiflung ist und keine konkrete? Ja, was ist abstrakte Verzweiflung? Es ist nicht so, dass du als Einzelner, dass du meinst, du bist der Einzelfall gewesen und darum ist es nicht wert, darüber ich zu reden. Ich rede nicht über mich. Ja, das frage ich ja. Ich rede über sozusagen das Wissen, das ich bekommen habe, dass das möglich ist, dass es so ist, dass es nicht anders ist. Aber das ist nicht ein System, das ist nicht nur bei den Nazis nein, war. Ich verstehe die, Ulrich. Das ist in der Demokratie ja. Genauso vorkommt. Ja. Also das heißt, dort, wo Mensch Macht hat, wo Menschen Macht haben, über Menschen, die sie bestimmen können, passiert Missbrauch. Das ist der Schluss. Was denn? Was tust du denn da herumspielen? Ich muss kurz meiner Tochter, weil wenn wir schon vom Kindesmissbrauch reden, meiner Tochter eine Antwort geben. Ja, sag einmal. Du kannst fischen, weil du bist der Fischer. Du kannst schießen. Das machen wir auch nicht. Ja, du bist der Schießer. Ulrich, das ist alles ein Karsten. Nein, es ist ein Schauplatz interessant. Das gibt es natürlich alles. Aber es ist sozusagen, dass das vor den Plattenbauten ja, steht. Nicht? Wenn man sich das von hinten anschaut. Das ist richtig. Also gehen wir rüber ins Wirtshaus und dann sollen wir von drüben fotografieren. Komm. Schienen. Schau von da. Das war die Idee, ja, dass ja, das. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Das von da gut ja, genau. Hier bin ich ja, da drüben gibt's was. Komm, da trinken wir jetzt unseren Absacker noch langs. Das ist Restaurant. Oder? Oje, das schaut geschlossen aus. Schau mal. Ma. Hallo. Das ist wie Englisch. Können wir was trinken? Wann? Two Bier? Wo ist du? Pivo Wodka. Oder Wodka, two beer, two Wodka, okay, thank you.
Oder? Bar, hast du gesagt. Na, hab ich da. Genau. Du hast genau auf richtig mich gefunden. Musst dich verlassen. Nein, können, du immer, hast wenn du mit mir unterwegs bist. Du hast einen guten Schnüffler. Was, Olli? Du Wodka? Du Wodka? Ja. Ukrainian Wodka? The best. The best. The best? The best, yes. Normal. No, the best. The best, okay, the best. Nice. Es ist ganz glücklich, dass du den da hast und bestellt hast. Ah, du hast das auch immer. Thank you. Please. Also, Uli. Uli, sind Sie einverstanden, dass wir jetzt diese Bar zum Absacker erklären? Oder wollen Sie unbedingt noch woanders auftreten? Das ist keine Absackerbar. Absackerbar ist irgendwo, wo es ganz allein, wo man ganz allein sitzt. Ich bin erschöpft. Nein. Inhaltlich erschöpft. Gut. Der Bierbichler, schau, wir können uns da hersetzen und ein Schlussbild machen. Mein Gott, wirst du immer inszenierst. Dabei muss ich zugeben, du wirst das Fernsehen nicht weginszenieren können. Das ist klar, aber schau, das ist ja so schön. Du wärst trotzdem vom Fernsehen inszeniert. Das ist nicht zentral, der Tisch muss geschoben werden. Wo ich denn? Ja, dass man da so zwischen den muss man das einrichten. Da setzen Sie sich mal dorthin. Lassen Sie mal schauen. Herr Seidel, geh her. So endet's. Wir warten auf jemanden, der nie kommt. Ja. Und von Godot ist keine Rede. So ist es mit der Kunst. Man Sie sind einer, der noch nichts draus macht. Sie machen nämlich nichts draus. Sie machen es genauso, wie es ist. Sie machen keinen Wind und kein Wehen drüber. Aber jetzt, gerade der Tisch und der Stuhl, das sind ja schon so Ansätze, als ob Sie endlich ausbrechen wollen vielleicht. Als ob Sie sich nicht mehr wohlfühlen in Ihrer Klarheit. In einer Verwirrung. Nein, das ist eine klare Einfachheit. Sind Sie verwirrt? Ich bin einer starken Verwirrung, in Verwirrungen unterworfen. Aber warum sind die Beutel dann immer so klar? Es gibt keine klareren Beutel als Ihre. Da nehme ich mit zusammen. Da reise ich mit zusammen. Ich habe zum Madhaler mal gesagt, der wollte irgendein Stück machen. Da habe ich gesagt, was denkst du dir denn dabei, wenn ich das machen soll? Und da ist er mir das erste Mal aggressiv vorgekommen. Also der gute Anteil, der hat gesagt, woher soll ich wissen, was ich denke? Das hat er ganz aggressiv gesagt, woher soll ich wissen, was ich denke? Meinen Sie das auch, wenn Sie das gerade so sagen? Sie sind verwirrt. Weil das steckt ja dann da irgendwie dahinter. Ihr müsst es zentral aufnehmen. Ist die Position nicht zentral, oder? Was meinst du? Da ist es zentral. Ach so, die ist da, ja. Aber die Tiefe vom Raum ist. Bierbecher, zentral ist das Kreuz. Der Christus ist zentral. Ich habe das aus der Kirche. Weil ich so ein braver Ministrant war. Ja, ich auch. Ich war sogar Oberministrant. Oberministrant? Ja. Also ein Streber. Nein, einer, der die anderen verwalten konnte. Ja, ein Streber. Ein Regisseur. Schultheater haben sie nicht gemacht oder sowas? Entsetzlich. Das haben sie nicht gemacht, das habe ich gemacht. Darum bin ich zum Spurchen. Ich bin Schultheaterspieler. Schlecht gespielt. Oder gut? Nein, ich war der Beste, weil ich bin immer besetzt worden. Das ist eigentlich der ideale Beruf, dass man eine Arbeit macht, die man nicht als Arbeit empfindet. Und das ist dann das Gleiche, was Sie dann auch quasi gemacht haben. Aber es war ein schwieriger Weg dorthin, mit viel Schweiß. Wo war jetzt ehrlich gesagt der Schweiß? Leider Blumen. Da hat der Achternbusch gesagt, ich bin stolz darauf, dass ich nie in meinem Leben gearbeitet habe. Hat er nie was gehört? Er hat seine Arbeit nicht als Arbeit bezeichnet. Das heißt, dass er uns diese Arbeit, die wir auch machen. Das sehe ich nicht so. Ulrich, warum? Warum willst du unbedingt ein Arbeiter sein? Nein, nicht körperliche Arbeit, aber Arbeit ist es. Ich meine,
Warum müssen wir überhaupt arbeiten, damit das Leben... Wieso muss das Arbeit heißen? Ein Wodka noch. Das ist Arbeit. Dass keiner mehr über das verfügen kann, was er wirklich selber will. Und das machen wir genau nicht. Wenn Sie sagen, dass wir das machen, dann höre ich auf. Ich glaube eben, dass wir das genau nicht machen. Warum ist Arbeit nicht, etwas, was verherrlicht werden kann? Das ist ja nicht Freizeit, das ist ja nicht nichts tun. Das ist ja tun von früh bis spät. Ja. Aber Schauspiel ist auch Arbeit, wenn man es ernst nimmt. Quatsch, das ist Freizeit. Aber Blödsinn. Und der hat Beutel gemacht. Ich arbeite schwer, jeden Tag. Aber ich mache es gerne. Der hat ständig was gemacht. Gerne. Ja. Ich bin kein Getriebener. Ach, Schmarr, das ist dein Lebensvorgang. Aber Blödsinn. Ich will einen anderen Begriff dafür haben. Nenn's Existenz. Keine Ahnung. Wir gehen, packt zusammen. Psst. Aus Äpfel. Wer zahlt? Wie zahlst du das jetzt? Ja, du kriegst es aber wieder, ich. Oder wie? Leg mir einen Arsch. Ja. Was? Nogel. Achso, das ist nicht gestattet, gell? Sehr klar. Ja, aber klar, hätte ich jetzt als Wirt auch gesagt. Das macht man nicht. Man gibt den Fuß nicht am Tisch. Sehe ich auch ein. Ich bin ein Zehner. Ich bin ein Zehner. Ein Zehner kriegt er jetzt. Ja, genau. So, passt. Du hast den Wodka nicht austragen. Mach ich gleich. Lange, sonst verausgaben wir uns da total.